Herzlich willkommen im Seelencafé. Ich liebe diesen Ort, diesen Raum, den wir hier öffnen, weil ich mich hier mit so tollen Menschen treffen darf und kann, wie mit dir, liebe Sabine. Herzlich willkommen und schön, dass du hier bist. Hey, lieber Anke, vielen Dank für die Einladung in den Seelencafé. Ich habe mich vorhin gefragt, was es in so einem Seelencafé wohl zu trinken und zu essen gibt. Gibt es da Seelensmoothies, Seelenkuchen? Kaffee und tolle Worte und Inspirationen und Schwingungserhöhung. Ich liebe es, wenn wir so unsere Energien bündeln und ganz intuitiv gucken, wo es uns hinbringt. Und du bist so ein Mensch, du begeisterst mich immer. Wir telefonieren öfter privat. Dich kennen ganz, ganz viele Speaker. Du bist lange, lange auf dem Weg. Du hast sagenhafte Events organisiert, bist unglaublich vernetzt. Aber die Sabine dahinter kennen, glaube ich, nicht allzu viele Menschen, oder? Ja, das ist wohl richtig so, genau. Also du bist so der Engel im Hintergrund, du bist ein Vernetzer, du hast eine Energie, die wirklich ihresgleichen sucht. Und du hast so viel erlebt und bist jetzt, wie wir alle, so im Umbruch. Du bist auch so ein Mensch, der all in gehen will. Also du bist so jemand, der mit den Hufen scharrt und das Neue schon gar nicht mehr erwarten kann. Du gehst in deinen eigenen Prozessen permanent weiter. Du bist jemand, der total in die Tiefe will und auch geht. Und das finde ich ja mega. Also das finde ich spannend. Wo stehst du jetzt im Moment? Du hast mir erzählt, du bist nach Ibiza ausgewandert. Ja, vielen Dank für die schöne Einstimmung, liebe Anke. Das kann ich nur zurückgeben. Ich genieße unseren Austausch auch immer sehr. Dein Buch hat mich damals wahnsinnig inspiriert in einer ganz, ganz dunklen Zeit. Ich habe davon wirklich sehr profitiert und auch einige Impulse gekriegt, die mich genau dabei unterstützen, was ich jetzt mache. Und zwar ganz auf die Intuition zu hören und da heraus eine ganz klare Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die genau dafür die größte Angst haben. Dass sie im Grunde was spüren, aber vielleicht nicht loslassen können und auch deswegen keine Entscheidung treffen können. Und ich bin da mittlerweile anders. Also ich stehe tatsächlich im Moment gerade auf der Schwelle zu was völlig Neuem. Ich bin gerade dabei, alles loszulassen, mit dem ich mich früher identifiziert habe, ob das mein Zuhause in Deutschland war. Ich merke auch, beruflich verändert sich jetzt was. Ich habe 7 Jahre lang jetzt für andere Events organisiert, wirklich im großen Stil. Du kennst sie ja alle. Es waren die namhaftesten der deutschsprachigen spirituellen Szene und auch manche internationale dabei. Und ich merke, dass es jetzt für mich dran ist, eben noch einen Schritt weiter in meine eigene Kraft und Größe zu kommen. Ich glaube, es gibt kaum jemand, der so viele Seminare besucht hat wie ich selber. Also ich habe ja damit angefangen, als ich 19 war. Da hatte ich ein ganz intensives Erwachenserlebnis. Bin dann in Kontakt mit der geistigen Welt gekommen, die seitdem auch Hand in Hand mit mir wirkt. Und habe sehr, sehr viele eigene Seminare besucht damals. Habe dann meine Lehrerin auch unterstützt in den Seminaren, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dieses Wirken in den Werbeagenturen, was ich ja früher gemacht habe, das berührt mich nicht. Was mich wirklich berührt, sind eben diese Grenzwissenschaften, Bewusstseinswandel. Ja, wie können wir alternative Lebensformen leben, andere Möglichkeiten zu heilen finden, all diese Sachen. Und so kam dann irgendwann die Idee, das, was ich jetzt so hart gelernt habe in den Werbeagenturen, mit dem zu verbinden, was mich wirklich berührt, was mich wirklich interessiert und was der Menschheit auch dient. Und das habe ich jetzt jahrelang gemacht. Du hast praktisch dein Hobby zum Beruf gemacht. Genau, ja? Das, womit ich die meiste Freude hatte. Genau. Das habe ich zum Beruf gemacht. Also die alte Welt, dein altes Leben mitgenommen und hast es dann eben mit der Spiritualität verknüpft, hattest natürlich dadurch dann den großen Vorteil, die tollsten Geschichten erstellen und in die Welt bringen zu können und warst natürlich selbst an diesen Seminaren auch dabei und konntest so weiter aufsaugen.
Ja, und aber was ja das Faszinierende dabei war, liebe Anke, ist ja, in meiner Familie war ja nie jemand selbstständig, gell? Und das war so ein Milestone in meinem Leben, dieser Wendepunkt raus aus diesem vermeintlich sicheren Job, der ja nie sicher war. Ich habe, glaube ich, 11 Mal die Agentur gewechselt. Ich wurde ständig gekündigt, weil ich auch immer so unglücklich war, ja, in dieser Ellenbogengesellschaft. Und da auch diesen Mut zu haben, zu sagen, auch da lasse ich jetzt alles los, was ich kenne, und gehe rein in das Unbekannte, auch wenn ich nicht weiß, ob ich davon leben kann. Das war für mich der. Das hat mich am allermeisten Mut gekostet damals. Und es war das größte Wunder in meinem Leben. Also mit das größte Wunder. Es gab ja ganz viele Wunder, aber das war so was, wo ich sagen kann, das war wirklich ganz bedeutend für mich, für meine Entwicklung. Und deswegen habe ich ja dann auch diesen Online-Kongress, wo ich dich damals interviewen durfte, gemacht, Welcome Soul Business. Also, weil ich die Menschen dabei unterstützen wollte, diesen Weg auch zu gehen, zu schauen, womit habe ich den größten Spaß? Was kann ich in die Welt bringen und zu meinem Beruf machen? Aber eigentlich bist du doch immer deinem eigenen Spaß gefolgt. Ja. Weißt du, das ist ja das, bei mir ist ja nicht anders. Das, was mir die größte Freude macht, das bringe ich in die Welt. Da, wo meine größte Begeisterung liegt. Und das aber auch authentisch. Also ich nehme die Menschen auch wirklich und ich lasse sie auch an meinen Hürden teilhaben. Ich erzähle halt alles. Also was ich nicht mag, sind so festgelegte Programme. Was ich nicht mag, ist so eine aufgesetzte Maske. Irgendwas Einstudiertes, was man dann abspult. Weil das Leben ist ja ständige Veränderung. Und ich verändere mich permanent. Es ist der Mensch, der jetzt heute hier mit dir spricht und der gestern oder am Wochenende ein tolles Wochenende hatte, da habe ich oft das Gefühl, da liegen schon wieder Welten dazwischen. Gerade jetzt in der Zeit. Und wenn ich so auf andere Speaker und andere Leute gucke, fällt mir auf oder habe ich immer gemerkt, Mensch, die haben so eine feste Struktur. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Die Ja, absolut. haben um sich herum einen Rahmen, der sie hält und trägt. Und es funktioniert auch. Aber da ist wenig Spontanität drin. Oh, ich weiß gar nicht, Ja, wie ich das ausspreche. Bewegung vor allem, Bewegung. Bewegung, ja. Und ich empfinde das Leben jetzt als eine permanente Bewegung. Jeden Tag. Und bei dir ist es auch so, ich spüre einfach bei dir, dass du oft versuchst, das Alte mitzunehmen, etwas daraus zu kreieren, zu machen, und dann aber merkst, wenn es sich schwer anfühlt, wenn es zäh wird, wenn es kompliziert wird, dass du dann jemand bist, der sagt, okay, dann lasse ich los, dann schmeiße ich es über den Haufen, dann gucke ich, was will Neues in die Welt. Ja, es ist einfach ein guter Barometer oder Richtungsweiser oder Wegweiser, kann man schon sagen, ne? Das, was mit Leichtigkeit in das Leben kommt, ob das beruflich oder privat ist, das sagt dir das Universum immer, das ist der richtige Weg. Und da, wo es dann so schwierig wird, da, wo wir oft dann aber auch nicht loslassen können, aus Angst, weil wir nicht, und was passiert dann, wenn ich loslasse, kommt dann nochmal was nach? Ja, da geht im Grunde die Reise dann auch hin, ne? Also da authentisch zu sein, das ist mir mittlerweile ganz, ganz wichtig geworden, weil sonst fühle ich mich ja wie Obelix. Hab da so einen riesen Hinkelstein auf dem Rücken, den ich dann versuche, so durch die Welt zu tragen. Und dann gehen meine Akkus leer, dann geht die Freude raus. Und letztendlich ist es das Allerwichtigste für mich, für mein Leben, auch in der Zusammenarbeit mit anderen, wirklich die Freude hier zu leben. Weil Angst haben wir genug auf dem Planeten und auch schwierige Themen am Start, wie wir heutzutage alle wissen, ist es ja schon ein sehr, sehr herausfordernder Planet, sage ich jetzt mal. Und meine Intention und meine größte Triebfeder ist wirklich die Freude. Was mir bei dir so auffällt, und da haben wir heute auch drüber telefoniert, du möchtest so viel in die Welt bringen. Du spürst das Neue, du lebst das Neue, du bist schon komplett in diesem 5D. Und hast aber auch die Verankerung im 3D. Also du bist nicht abgehoben, du bist nicht irgendwo walla walla, grüne Tee trinkend, wir beschmeißen uns alle mit Wattebällchen schwebend unterwegs, sondern du bist wirklich bodenständig und du versuchst, den Menschen eine Brücke zu sein,
zwischen dem, wo sie jetzt stehen, und diesem 5D, in dem du lebst. Und das ist ja oft gar nicht einfach. Nee. Ne? Ich merke das auch. Diese Brücke zu sein, ist nicht einfach. Wie hältst du den Spagat? Ja, das ist ganz interessant, Anke, weil ich bei mir, wenn ich mich selbst reflektiere, immer wieder feststelle, dass ich selten einfach mal anhalte und mir diese Frage stelle, sondern ich mache einfach. Also mein Kanal ist weit offen, auch immer wieder in Kommunikation mit der geistigen Welt. Ich folge einfach den Impulsen und gerade auch den Freudeimpulsen. Das heißt, wenn ich eine Idee habe und mein Herz füllt sich mit Freude, dann weiß ich, das ist der Weg und dann fange ich an zu galoppieren. Ich bin sehr schnell im Umsetzen. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, dann setze ich die auch um, wenn ich einfach kraftvoll spüren kann, dass da die Reise hingeht. Aber ich stelle mir selten die Frage, ist da jetzt ein Spagat oder nicht? Sondern ich mache einfach und ich spüre, dass es richtig ist. Und was mir ganz oft auffällt, ist zum Beispiel, wenn mir jetzt, wie jetzt letzte Woche auf Madeira, ich hatte gerade eine Reise organisiert, wieder mit einer Gruppe auf der wunderschönen Insel, wo wir ja auch bald sein werden, freue ich mich schon sehr drauf. Und dann begegnen mir diese Menschen plötzlich im Real Life nochmal. Also im Moment habe ich ja sehr viel online gemacht, die letzten 2 Jahre, früher war es ja nur live. Und dann kommen die Menschen in mein Leben, gucken mich mit großen Augen an und sagen, hey, jetzt treffe ich dich endlich mal persönlich und so. Das, was du damals bei dem und dem Interview beim Kongress gesagt hast oder mal bei einem Meditationsabend, den ich selber angeleitet habe, das hat mir so weitergeholfen. Und da merke ich erst mal die Auswirkungen. Ja. Ich bin mir dessen ganz oft nicht bewusst. Das gebe ich ehrlich zu. Und trotzdem scheine ich unheimlich mit den Dingen, die ich tue, zu wirken. Darum geht es. Weil du einfach machst. Genau, ja. Ich bin so froh, dass du das gesagt hast, weil viele glauben, man muss irgendwie meditieren, man muss dauernd irgendwie irgendwelchen Ritualen folgen, man muss bestimmte Dinge lassen. Ich erlebe das nämlich auch nicht. Ich mache einfach. Ich höre halt immer und wirklich nur auf dieses Gefühl, wo alles aufgeht, wo die Freude ist, wo meine Begeisterung ist, wo ich intuitiv genau spüre, das ist es jetzt. Und dann braucht es keinen Grund, dann braucht es keinen Plan, dann braucht es gar nichts, dann galoppiere ich los, wie so ein Rennpferd. Ja, und was mich manchmal selbst überrascht, ist, was ich dann so von mir gebe, gell? Wenn ich mal am Sprechen bin, wenn ich mal vor der Kamera bin. Ich habe neulich ein spontanes Interview gegeben für den Vitalfood Live Online-Kongress und dann, ich war null vorbereitet und dann habe ich mir das hinterher angeguckt und dann dachte ich so, wow, das war echt ich, gell? Das habe ich jetzt von mir gegeben, aber das ist es, wenn wir in Einklang sind mit diesen höheren Sphären, wenn wir uns immer wieder bewusst verbinden, was ich ja seit über 20 Jahren täglich mache, dann wirkt das, der große Geist oder die Göttin, wie man auch immer das nennen will, wirkt durch uns hindurch. Und das ist meine Bestimmung auf der Erde. Das kann ich nur allen Zuschauern und Zuschauerinnen, die jetzt zuhören, als Empfehlung mitgeben für ein erfolgreiches, glückliches, freudvolles Leben. Verbindet euch echt mit eurer Quelle und mit den Engeln oder an was immer ihr glauben wollt um euch herum. Das ist so wichtig. Also, und dein Buch, als du das damals rausgebracht hast, es hat mich da sogar noch tiefer reingeführt in dieses Bewusstsein auch des Geistführers. Der ist ja bei dir damals sehr präsent geworden. Ja. Und das auch nochmal verstärkt als Tool zu nehmen, in der Meditation oder in der Morgenroutine, sich mit diesem Geist zu verbinden, der uns führt. Ich bitte auch immer darum, ich sage immer, ich bitte dich, lieber Geistführer, zeig mir den richtigen Weg. Und so kommen die Impulse im Einklang mit der Seele und dann geht's los. Bist du so jemand, hast du eine Morgenroutine für dich? Ich höre das immer öfter, ich habe die nicht. aber machst du da morgens irgendwas? Also bei mir sind es tatsächlich Zyklen. Dadurch, dass ja mein Leben so bunt ist und so abwechslungsreich, kann ich meine Morgenroutine leider nicht jeden Morgen machen. Aber wenn ich zu Hause bin und jetzt gerade nicht irgendwie eine Reise mache und eine Gruppe am Start habe, dann habe ich eine Morgenroutine, ja. Mhm. Ich fange morgens an mit einem warmen Wasser, einfach damit der Körper und der Magen und der Verdauungstrakt so ganz langsam in den Tag kommt. Und ich habe angefangen, auch morgens nicht mehr um 8 zu frühstücken, sondern erst um 10. Also ich mache dieses Breakfast, wie das im Englischen heißt, erst um 10, also dieser Fastenbruch. Und ich gehe morgens Sport machen, also ich jogge und meistens meditiere ich dann noch 5 bis 10 Minuten und richte mich auf den Tag aus.
auf das Positivste, was mir begegnen kann oder was ich mittlerweile ganz oft mache, ist mir einfach mal die Hände selber aufs Herz legen und aufs Solarplexus, um einfach die Energie zu spüren, um einfach so für mich da zu sein oder das, was so durch mich fließt, das tut mir so gut. Und ich höre ganz viel so hochschwingende Musik, einfach um den Raum zu halten, auch so den ganzen Tag über. Das wechselt zwar immer mal ab, aber für mich ist Musik und Klang in meinen inneren und äußeren Räumen enorm wichtig. Das sind so meine Daily-Routinen, sage ich jetzt mal. Und dann fange ich an zu frühstücken und zu galoppieren, ja. Also ich kann es eigentlich, ich muss das auch machen, weil es war auch so, ich hatte viele, viele Jahre, wo ich nur galoppiert bin. Also vom Bett in die Arbeit rein, Vollgas, von morgens um 8 bis nachts um 12. Und irgendwann konnte ich das Gott sei Dank umstellen und meinen Körper wieder mehr wertschätzen, weil ich so gemerkt habe, ich bin nur noch Geist. Ich kann mit meinem Körper, habe ich kaum eine Verbindung. Und da habe ich gemerkt, das darf ich jetzt und möchte ich auch unbedingt ändern. Und mein Körper ist so dankbar, dass ich einfach mehr Wert darauf lege und auch den Fokus, wie ich mit ihm umgehe. Und dann hat man auch wieder mehr Energie, gell? Wenn man so einen intensiven spirituellen Auftrag auf der Erde hat, ist es ganz gut, wenn man einen Körper hat, der da mitkommt. Ja, den Körper, das ist ja so die Liebe meines Lebens geworden. Und den vergessen halt die meisten Menschen. Der will in Bewegung kommen. Diese Emotionen, die da in ihm gespeichert sind, die wollen ausagiert werden durch Sport, durch Singen, durch Tanzen, meinetwegen auch durch Schreien und durch einen Wutausbruch, ganz egal. Aber er will mit. Und die meisten Menschen sitzen dann da und verharren in sich. Und wir haben halt jetzt einfach eine Zeitqualität, wo es wirklich langsam Zeit wird, in die Aktion zu kommen, ins Handeln zu kommen. Ich spüre das so, dass das Alte immer weniger trägt. Also wir hatten jetzt Monate oder eigentlich 2 Jahre, wo ja viele erstmal wach wurden, was das Außen betrifft und diese Welt, in der wir leben. Und da durften wir dann gucken, wo stehe ich und wie gehe ich mit all dem um, mit diesen Herausforderungen, was macht das mit mir? Mhm. Und viele sitzen immer noch da und warten. Sie warten, dass von außen was kommt, ob jetzt der Retter, der Erlöser oder ob irgendein Impuls oder irgendetwas. Und ich spüre, nee, es kommt jetzt darauf an, diesen Impulsen von innen zu folgen, den Blickwinkel aufs eigene Innen zu richten. Geht dir das auch so? Merkst du auch, dass sich da im Moment grundlegend was ändert, dass alte Geschichten nicht mehr funktionieren? Also wenn du mich das fragst, ich kriege gerade so eine Gänsehaut, da kommt so eine intensive Kraft, die mich durchflutet, weil genau das ist der Knackpunkt, den ich auch feststellen konnte die letzten 2 Jahre oder 2,5 Jahre, dass es im Moment wie zu 2 Welten gibt. Gell? Die einen, die immer noch die Verantwortung komplett abgegeben haben, weil es uns auch so anerzogen wurde. Also das ging ja in der Kindheit schon los, dass unsere Eltern in meiner Generation noch Autoritätspersonen waren, die dir gesagt haben, was du zu tun und zu lassen hast. Dann gehst du in dieses Schulsystem und es ist genau das Gleiche. Da vorne steht dir einer, der sagt dir, was du jetzt zu lernen hast. Ob dich das interessiert oder nicht, das juckt keinen. Du musst das jetzt dir reintrichtern. Ne? Du musst dem folgen, was dir gesagt wird. Dann gehst du vielleicht in eine Ausbildung oder in eine Uni und es geht genauso weiter. Und das ist so. Dann kommt der Partner, dann kommen Freunde. Genau, ja. Was weiß ich, meine Mutter sagte: Kind, schneid dir doch die Haare kurz. Das sieht mit kurzen Haaren viel hübscher aus. Ja. Weißt du, solche gut gemeinten Ratschläge von außen. Und das ist so in uns drin. Wir sind da so trainiert, nach außen zu gucken, dass der andere uns sagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Ja. Ja. Da rede ich jetzt mal gar nicht, ob Maske auf oder Maske runter. Ja, aber da hat uns die Welt da draußen sehr schön gezeigt, um was es geht. Sondern jetzt wirklich diese ganzen auf- oder beeindruckten Muster, die Worte, die Sätze, die Meinungen, die uns beeindruckt haben, jetzt wirklich mal alle zu hinterfragen und uns selbst gegenüber nackt auszuziehen und zu sagen, stopp, was will ich eigentlich?
verstärkt durch diese neuen kosmischen Einflüsse, durch das, was passiert in unserem Bewusstsein, auch durch viele neue Kanäle, die es plötzlich gibt. Früher gab es dann nur das erste, zweite, dritte Programm im Fernsehen. Jetzt gibt es noch viel mehr Programme, die dir irgendeinen Scheiß erzählen. Aber es gibt in dieser neuen Welt, gibt es plötzlich Plattformen, wie zum Beispiel Pantaray, wo du bewusstseinsfördernde, verändernde Filme plötzlich schauen kannst. Kinofestivals, die dich unterstützen, mit einem neuen Bewusstsein zu essen, Gene zu hinterfragen, im Essen, diese ganzen Sachen, ob das Telegram ist. Es gibt so viele Videos plötzlich, die die Menschen rausbringen aus dieser Obrigkeitshörigkeit rein in die eigene Selbstverantwortung. Das ist für mich das Allerwichtigste überhaupt jetzt in der jetzigen Zeit. Ja, und trotzdem, es sind alles fremde Informationen. Mhm, ja. Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch das, was ich hier so von mir gebe, was du erzählst, das ist unsere Sichtweise. Mhm. Und da gibt es so viele tolle, tolle, tolle Menschen, die ihr Herz leben im Moment. Aber es ist für alle anderen etwas Fremdes. Und wir können jetzt gucken, oder ich finde, die Menschen sind aufgerufen zu gucken, was inspiriert mich davon? Was kommt bei mir wirklich an? Was gibt mir Kraft? Was tut mir gut? Immer wieder diese Feinabstimmung. Was fühlt sich für mich richtig an? Weil wir werden erschlagen mit Informationen. Mhm. Positiv wie negativ. Kraftzehrend und kraftgebend. Es ist alles dabei im Moment. Und ich glaube, es wird immer mehr. Aber jetzt müssen die Menschen gucken, wo bin ich in dem ganzen Spiel? Mhm. Wo ist meine Kraft? Das merke ich immer mehr, deswegen habe ich das Gespräch mit dir gesucht. Weil du einfach zu den Menschen gehörst, du schmeißt dann auch was Altes über den Haufen, wenn es nicht mehr stimmt. Und das mache ich ja auch. Also ich kicke alles aus, ich bin hier sofort bereit, hier aus diesem Haus, in dem ich jetzt gerade mal ein Jahr wohne, auszuziehen. Wenn der Ruf in mir klar und deutlich ist, dann lasse ich es los. Und ich stand oft schon auf der Bühne und habe ein ganzes Programm für ein Wochenende einfach gewechselt, weil es energetisch nicht mehr gepasst hat. Und das machst du auch. Und ich glaube, dass das für uns im Moment dran ist. Ich glaube, dass es jetzt echt ans Eingemachte geht. Und zwar nicht nur, also wir sehen es halt am Außen sehr schön, ja, wo sich von außen jetzt der Druck immer mehr erhöht. Aber eigentlich geht es ja um unser Innen. Geht ja jetzt eigentlich darum, wer bin ich da drin? Was will ich, Sabine? Oder ich, Anke? Ich habe das zum Beispiel gemerkt, noch bis vor ein, zwei Wochen oder vielleicht sogar ein paar Tagen, war in mir eine bestimmte Klarheit gar nicht da. Ich wollte allen Menschen helfen. Ich wollte sie alle abholen und habe gar nicht gemerkt, dass mich das unter Druck setzt, weil ich das gar nicht kann, weil ich keinen Fokus hatte. Und merke jetzt, dass ich einen Fokus brauche und dass es für mich persönlich gar nicht um alle geht. Weißt du, was ich meine? Absolut. Dass ich mich verbrennen würde, wenn ich der Meinung bin, mag aus einem spirituellen Hochmut kommen oder warum auch immer, dass ich der Meinung bin, ich muss allen helfen. Nee, muss ich nicht. Ich muss in allererster Linie gucken, dass es mir gut geht. Man nennt es auch Jesus-Syndrom, gell? Das habe ich schon oft beobachtet bei Menschen, die unglaublich viel zu geben haben. Dass dann wie so eine Art Schwere kommt, weil wir können ja gar nicht alle retten, wir können gar nicht allen helfen. Und das dann wieder loszulassen, zu sagen, nee, es können auch nur bestimmte Menschen sein oder Seelen, die wirklich bereit sind für das, was ich zu geben habe. Ich sage auch gerne, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn du dran ziehst. Und das ist wirklich diese Energie, die dich dann wahrscheinlich auch in die Schwere bringt, raus aus der Leichtigkeit. Das können wir gar nicht. Ich meine, wir sind ja verbunden mit dem ganzen Universum. Stell dir mal vor, du müsstest das ganze Universum retten. Traurigkeit in mir gefühlt. Und dann habe ich gemerkt, da bin ich erstmal in diese Traurigkeit rein. Ich habe die richtig zelebriert, weil ich
macht es dann, also ich tauche da wirklich ein und dann bin ich tiefst traurig und gucke dann, was ist da drunter, wo kommt die her? Und es war wirklich eine Angst loszulassen. Eine Angst, das Alte loszulassen, was mir ja so schön Sicherheit gegeben hat. Und habe ich geguckt, okay, wovor habe ich Angst? Und habe mal wieder gemerkt, ich habe Angst vor meiner Kraft. Ich habe Angst vor der Schnelligkeit, die kommen könnte, wenn ich wirklich in meine Richtung laufe. Und dann habe ich wieder gefragt, was ist denn meine Richtung? Und dann kam raus, ganz deutlich habe ich gespürt, dass ich so ein Rebell bin, dass ich eigentlich ein, ein Regelbrecher bin. Ich habe schon immer Regeln gebrochen. Ich habe schon immer gegen feste Systeme rebelliert und habe mich aber auch selbst in den letzten Jahren in eigene Systeme reinmanövriert, ohne es zu merken. Ja, wie du auch mit deinen ganzen Kongressen, mit all dem, was so gut gelaufen ist. Das ist ja auch ein System, was gut lief, was auch Sicherheit gibt. Aber ich habe gemerkt, es behindert mich. Ich habe gemerkt, auch das will jetzt gesprengt werden. Ich brauche mehr Raum. Ich brauche mehr Platz für was auch immer. Merkst du das auch, dass du Luft brauchst? Absolut, weil du kannst ja nur, du bist ja auch wie so ein Gefäß, du hast das ja Eingemachtes genannt, ja. Das ist wie so ein Einmachglas. Ja. Und manchmal muss man da auch Dinge rausholen, damit neue rein können und wir daraus auch wirken können. Das merke ich auch. Und ich musste jetzt so schmunzeln, weil du gesagt hast, du bist so wie so ein Rebell. Ich habe neulich meinen ja auch Platz gemacht. Ich habe unglaublich viele Ordner aussortiert, wo mir erstmal klar geworden ist, was man da alles abheftet über so viele Jahre. Kontoauszüge von anno dazu mal, irgendwelche Arbeitsverträge von früheren Festanstellungen. Und dann, als ich dann relativ weit vorgedrungen bin, habe ich mein Grundschulzeugnis gefunden. Und da stand drin, Sabine möchte sich einfach nicht unterordnen. Also ich kenne es gut, was du sagst. Ich glaube, ich war schon in der Grundschule ein kleiner Rebell und ich feiere auch unsere gemeinsame Energie, denn wir sind die, die die Welt verändern werden. Wenn wir aufhören, zu dem alten System immer Ja zu sagen, aber dafür Ja zu dem Neuen und den Mut haben, eben auch mal nicht das zu machen, was man von uns erwartet, damit wir geliebt werden von dem System oder von wem auch immer, der uns gerne da halten möchte, wo wir die letzten Jahre waren, dann können wir wirklich Welten bewegen, oder? Ja, aber ich merke, dass es gar nicht um das System da draußen geht. Es geht um meine Systeme. Das System, das ich in mich hineingelassen habe, das sich in mir aufgebaut hat, es mir Sicherheit gibt, in meinem eigenen Verhalten. Und das möchte ich gern sprengen. Also die Systeme da draußen, die interessieren mich irgendwie gar nicht. Weil die sprengen sich, glaube ich, automatisch, wenn ich in mir diese Kokons sprenge. Ich würde am liebsten, weißt du, ich bin so ein Füllhorn. Ich agiere ja immer aus dem Moment, ich plane ja gar nichts, folge am liebsten wie ein Schmetterling einfach nur den nächsten Impulsen und tanze so von Blüte zu Blüte und dann mal oben auf dem Baum und folge nur der Leichtigkeit. Und dann dachte ich mir, Anke, du brauchst Struktur. Also nur Schmetterling sein geht ja nicht. Das muss ja auch alles irgendwie auf den Boden kommen. Das muss ja irgendwie in einen Rahmen rein. Und das hat mir dann Angst gemacht. Weil ich wollte nicht in den Rahmen. Ich war ja heilfroh, dass ich diese ganzen Rahmen losgelassen habe. Hab dann gemerkt, wenn ich meiner inneren Stimme folge, also einem höheren Rahmen, den mir die Seele gibt, den mir diese Guides geben, dann kann ich in der Leichtigkeit bleiben. Und dann ergibt sich eine Struktur von selbst. Es ergibt sich dann von selbst ein roter Faden, dem ich nur noch staunend zugucke und sage, ich habe doch gar nichts gemacht. So wie du vorhin sagtest, wenn du nichts planst, dann hörst du dir staunend dabei zu, was du da gerade erzählt hast.
Aber Anke, wenn da hören jetzt vielleicht Leute uns zu, die können sich das nicht vorstellen, wie das funktioniert. Hast du da vielleicht was Handfestes? Wie können wir das alle umsetzen? Also ich glaube, das ist ein Prozess. Also bei mir war es ein Prozess. Dieser Mut, wirklich all in zu gehen. Aber auch das sind ja nur Worte. Die ganz klare Entscheidung. Für mich ist es immer eine Entscheidung. Und ich stehe jetzt im Moment, heute, wieder an so einem Punkt. Wieder eine Entscheidung für mich zu treffen. Will ich das Alte noch oder will ich es nicht mehr? Und ich werde morgen wieder eine Entscheidung treffen. Oder jedes Mal, wenn ich an so einen Punkt komme, wo ich merke, boah, es fühlt sich schwer an. Boah, ich schleppe irgendwas Altes mit mir rum. Also ich gehe sehr bewusst durch mein Leben, nehme sehr bewusst wahr, was ich von außen gespiegelt bekomme. Ich habe viele Menschen in meinem Leben, die glauben, mir erklären zu dürfen oder zu können, was ich denn am besten als Nächstes machen sollte. Und die meinen das alle gut. Und dann merke ich, es fühlt sich irgendwie komisch an. Das ist so das Erste, was ich merke. Und dann merke ich, ja, die geben mir eine Sicherheit, die ich immer gesucht habe im Außen. Ich wollte, dass da jemand kommt, der mich, kleine Anke, an die Hand nimmt und mir sagt, komm, mein Schätzchen, ich gehe den Weg mit dir. Wie so ein Lehrer, weißt du, wie der Papa, wie die Mama. Und ich merke heute, jetzt hier, ich habe keine Ahnung, welches Datum wir haben, dass ich das Programm, habe ich gerade gesehen. Dass ich das Programm immer noch in mir habe. Eine Angst davor, wirklich in meine Stärke zu gehen. Und wenn ich das merke, dann ist mein Ritual, hoppala, ich komme mir hier gerade auf die Schliche. Das Programm brauche ich nicht mehr, das ist alt, das darf sich jetzt hier wegsprengen. Also ich mache da eigentlich gar nichts, bewusst. Ich gehe da nicht in Meditation oder schreibe mir das jetzt auf und unterschreibe es dann oder so. Das brauche ich alles nicht mehr. Aber ich entscheide, ist alt, kann weg. Es ist aber ein Training. Es ist immer wieder ein Trainieren, genau dieses wahrzunehmen und zu entscheiden. Wahrzunehmen, zu fühlen und zu entscheiden, oder? Ja. Also ich glaube, das kann man wirklich handfest mitgeben als Tipp. Das ist einfach wie zu trainieren. Damit wir durch dieses immer wieder Erleben in diesen Flow reinkommen. Das ist ein Weg. Das machen wir ja nicht von heute auf morgen. Und wir können nicht in einem kleinen Kurs oder in irgendwas, in einem Buch oder in einem Seminar, können wir nicht das Leben neu aufstellen. Das würden wir Menschen überhaupt nicht aushalten. Also wenn ich damals, auch nach dieser Nahtoderfahrung, wenn mir mein Lehrer mit einem einzigen Schnipp meine ganzen Systeme, die ich da drin hatte, die sich aufgebaut haben, 41 Jahre, wenn der mir die weggenommen hätte, ich glaube, ich wäre gar nicht lebensfähig gewesen. Also ich hätt in dieser Welt nicht funktionieren können. Mich hätten sie wahrscheinlich einweisen müssen, weil dann wären erst recht alle Kanäle offen gewesen und ich wäre nicht stabil, fähig, andere Menschen zu begleiten. Wobei, was Ähnliches dir ja tatsächlich auch schon passiert ist, gell? Mhm. Also es war ja tatsächlich, du hast ja schon mal so ein Reset erlebt und trotzdem hatte ich das ja getragen, ohne dass du da nicht mehr mitgekommen wärst, im Gegenteil, gell? Ja, aber erstmal hat es mich ausgehebelt. Ja. Also so ein Rundum-Reset, wie ich das erlebt habe, das trägt mich zwar, das wird mich immer tragen, aber eigentlich wünsche ich es keinem. Weil das war too much auf zu kurze Zeit. Und ich war hinterher überhaupt nicht mehr fähig, einzukaufen, Kleidung zu tragen. Ich habe ja alles wahrgenommen, Sabine. Ich habe ja alles gefühlt und gesehen. Es waren ja sämtliche Kanäle offen. Kanäle sperrangelweit offen. Ich hatte überhaupt keine Filter mehr. Wow. Und das geht nicht in unserer Welt. Dafür sind hier zu viele Informationen da. Also musste ich da, das hat Jahre gedauert, ich musste erst mal mühsam wieder schließen, musste lernen, dass ich das selbst öffnen kann. Deswegen ist dieser langsame Weg, Step by Step, ist eindeutig der gesündere.
Und trotzdem sind wir jetzt in einer Zeit, wo es, glaube ich, wo wir jetzt genug unseren alten Mist vor uns hergetragen haben. Ja, du hast vorhin gesagt, du fühlst dich so ein bisschen wie Obelix mit dem Hinkelstein. Ich sage immer, wir schieben mit einer Begeisterung unsere alten Programme wie so eine Mistkugel vor uns her. Ach, ich habe ja so viel Angst. Oh nee, ich traue mich noch nicht. Ich bin ja noch viel zu klein. Und ich weiß ja nicht wie. Und ja, können wir machen. Aber es sind Ausreden. Ich habe diese Ausreden in mir. Ich habe die so satt. Ich habe immer noch, ich ertappe mich jeden Tag, wenn ich da achtsam hingehe, dass da auch noch Ausreden drin sind. Ich brauche Hilfe, weil allein schaffe ich es nicht. Da bin ich heute dran. Käse. Das ist Bullshit. Das ist eine Mistkugel. Auch das ist eine Ausrede, dass ich nicht in meine Kraft komme. Ich stehe, und das tun wir alle, ich stehe echt auf meiner Bremse. Wir haben einen Ferrari unterm Hintern und wir trauen uns nicht, dieses geile Ding auf der Autobahn auszufahren. Wir fahren im ersten Gang, haben Handbremse in der Hand, weil es könnte ja zu schnell werden, und haben Angst vor dieser immensen Kraft. Und wir haben auch Angst, wirklich die Führung nach oben abzugeben, weil dann heißt es echt, Kontrolle abzugeben. Und jetzt bist du jemand, du gehst all in, aber auch du mit Handbremsen. Logisch, ich auch. Ich glaube, wir würden durchdrehen, wenn wir plötzlich wirklich Vollgas geben würden. Ja, also ich gebe ziemlich Vollgas im Moment im Loslassen und auch rein in dieses Vertrauen, von dem du gesprochen hast. Das merke ich. Das ist, glaube ich, zweitgrößte Step in meinem Leben, den ich gerade mache, nach diesem Change in die Selbstständigkeit, ist dieser Shift, der jetzt bei mir gerade dran ist, tatsächlich riesengroß, rein in dieses Vertrauen zu gehen, von dem du sprichst. Aber wenn man natürlich immer tiefer geht und tiefer geht und tiefer geht, gibt es immer wieder diese Handbremsen auf den verschiedenen Stufen. Und die dürfen wir wirklich Step by Step lösen, wie du sagst. Weißt du, ich hab letztens mal so einen Podcast gemacht, da habe ich einfach drauf losgequatscht. Und ich hatte echt keine Ahnung, wie tief das geht, dieser Prozess, in dem wir sind. Es geht wirklich um alles. Es geht, das ist hier kein Kindergeburtstag. Es geht echt um alles. Es geht um alles, was wir glauben. Um alles, was wir für wahr halten. Es geht auch um alles, was wir fühlen. Unsere ganze menschliche Wahrnehmungsebene, Realitätsebene, die werden wir komplett verlassen. 5D heißt, auf eine andere Art und Weise wahrzunehmen. Unser ganzes Körpersystem komplett auf ein höheres Level zu heben. Und da kannst du keine Ängste und Zweifel mitnehmen. Das geht nicht. Und solange wir uns selbst klein halten, und ich war heute Morgen, ich war echt sauer, ich war sauer auf mich selbst, weil ich mich mal wieder dabei ertappt habe, dass ich an so einem Punkt stehe, den ich bisher noch nie wahrgenommen habe. Der war bisher noch nie sichtbar. Kennst du das? Du kommst an so einen inneren Prozesspunkt, wo du dir denkst, sag mal, geht's noch? Warum ist mir das bisher nie aufgefallen, dass ich mir da selbst permanent im Weg stehe und mir selbst ein X für ein U vormache? Ja. Und ich glaube, wenn wir alle wissen, es geht echt ans Eingemachte und dass wir selbst noch in diesen, noch in Nebeln vor uns hin, uns voraustasten, auch wenn wir denken, wir sind schon ach so erleuchtet, da kommt noch einiges. Und wenn wir dann wissen, ja, okay, ich bin mal ehrlich zu mir und ich achte jetzt mal drauf, wo halte ich mich klein? Wo rede ich mich raus? Wo rede ich mir Dinge schön? Wo zelebriere ich meine Angst? Ich
Ich zelebriere eine Angst. Immer noch. Ich traue mich das nicht. Ich habe immer noch Angst vor der großen Welt. Glaubst du mir das? Also, ich habe an dich auch noch mal eine ganz tiefe Frage, die uns allen, die jetzt zuschauen, wahrscheinlich auch ganz viel Energie geben wird. Weil du ja auch immer wieder so sagst, es geht ans Eingemachte. Dieses ans Eingemachte gehen kommt ja von diesen neuen kosmischen Einflüssen, denen wir jetzt mehr und mehr ausgesetzt werden. Ja. Wie kannst du denn das wahrnehmen, was da gerade passiert? Was geht da? Was bewirkt diesen Shift in uns allen? Du und ich, wir nehmen den ja bewusst wahr, viele unbewusst, aber auch die, denen es nicht bewusst ist, sind ja mittendrin und kommst dem ja nicht. Was geht da gerade? Also um es in einem Bild erstmal zu beschreiben, ist es, wenn du dir vorstellst, dein Ich, du bist ein Eisberg. Ich nehme jetzt einfach mal das Bild als Eisberg, ja, weil es eine so schöne Materie hat, die wandelbar ist. Wir alle glauben, wir sind ein Eisberg. Dein Eisberg hat den Namen Sabine, meiner heißt Anke und wir sind wandelnde Eisberge. Dann ist dieser kosmische Einfluss, dass die Sonne immer stärker wird und unser Eis zu schmilzen beginnt. Das ist also die Energie, die wir für unser Ich hielten, eine andere Konsistenz bekommt. Und wir sind entsetzt, weil sich unsere Form verändert. Und die Dichte verändert sich. Und wir merken plötzlich, scheiße, ich bin kein fester Eisberg mehr, der eine klare Struktur hat, sondern ich bin Wasser. Und dieses Wasser sucht dann verzweifelt ein Gefäß, damit es nicht davonfließt. Einen Rahmen. Ja, das kann dann ein Glas sein. Und dann bist du jetzt plötzlich schmilzt dein Eisberg und du wirst plötzlich zu einem Wasser in einem Glas. Und denkst dir, oh, das ist meine neue Realität. Oh, schön. Ja? Und dann nimmt aber die Sonnenstrahlung weiter zu und es wird weiter wärmer und das Wasser fängt an zu verdunsten. Und du kriegst wieder Angst und sagst, oh Gott, ich verdunste. Ich bin dann gar nicht mehr greifbar als Wasser, sondern dann bin ich ja plötzlich Luft. Da gibt es dann auch kein Glas mehr, das mir einen Rahmen geben kann. Ich bin dann ja überall. Einfach mal als Bild. Und das passiert mit uns. Das passiert in unseren Zellen, das passiert mit unseren Überzeugungen, das passiert mit unserer Wahrnehmung, das passiert mit unserem Körper. Dieser Körper ist so eine manifestierte, feste Materie, dieser Eisberg, in dem alles gespeichert ist. Und jetzt kommen kosmische Einflüsse, die kommen schon lang. Aber sie nehmen so an Intensität zu, dass wir uns dem nicht mehr entziehen können. Ob wir jetzt spirituell auf dem Weg sind oder nicht, keiner kann sich dem entziehen. Die Erde kann sich dem nicht entziehen. Unsere Fauna und unsere Natur, die Tiere können sich dem nicht entziehen. Es wandelt sich. Und wenn wir jetzt unbewusst auf dem Weg sind, kriegen wir eine Scheißangst. Weil die Stabilität, also ich glaube, ich bin ein Eisberg, die Stabilität bricht weg. Und das sehen wir ja in der Welt. Und dann kriegen wir plötzlich Angst vor dunklen Mächten und vor was auch immer. Wenn wir aber bewusst auf diesem Weg sind und ja wissen, wir sind in einem Wandlungsprozess, dann sind wir uns auch bewusst, eine KI oder was auch immer da erzählt wird, kann mich gar nicht treffen. Das ist überhaupt nicht mein Spielfeld, sondern ich ändere meine Schwingung. Ich steige auf. Ich löse mich aus einem Eisberg, aus einer Eisbergidentität, werde zu Wasser. Und dann wiederum löse ich mich aus der Wasseridentität und werde zu Luft. Halt, was passiert, wenn die Sonne auf Wasser trifft? Dann entsteht ein Regenbogen. Wow. Aber das ist das, was auch in unseren Zellen passiert. Deswegen spielt der Körper so eine wichtige Rolle. Deswegen auch Corona. Also ich finde Corona ja genial aus einem übergeordneten Blickwinkel. Deswegen heißt es ja auch Krone, weil es unseren Körper shiftet. Als Thema, als Kollektivthema, aber auch in den Zellen.
und weil es Angst macht und weil es ans Eingemachte geht und weil dadurch dann Maßnahmen ergriffen werden und unser ganzes Leben mit beeinflusst wird. Das ist der Prozess, in dem wir sind. Und wenn wir jetzt unsere Ängste zelebrieren, ach, ich fühle mich ja so klein und ich bin ja so schwach und ich kann ja nicht, weil meine Mama hat mir ja schon immer eingeredet, dass ich das nicht darf und. Diese Glaubenssätze, ich glaube, fast alle, die zuhören, kennen ihren Pappenheimer da drin und die kennen ihre Stolpersteine und sie kennen ihre Glaubenssätze. Und ich habe bei mir erlebt, ich habe die so eine ganze Zeit lang wie ein Schutzschild vor mir hergetragen, um eine Entschuldigung zu haben oder eine Erklärung zu haben, nicht in meine volle Kraft zu gehen. Weil ich kann ja nicht, weil mein Papa, der war ja Narzisst. Mein Papa hat mich ja klein gemacht. Oder ich brauche Zeit. Oder was auch immer. Jetzt wird die Sonne immer intensiver. Und wer sich da wirklich auf diesen Prozess einlässt, der muss bereit sein, auch diese Wasseridentität loszulassen und nicht mehr greifbar zu sein. Und das macht echt Angst. Oh ja. Ich habe zum Beispiel Angst, bei mir weiß ich, also einmal geht es ja jetzt über den Teich, also es wird ja, das Buch wird ja irgendwie im Frühjahr, kommt es dann auf Englisch raus und ich sehe dieses Feld, was dann kommt. Und wenn ich in meiner Kraft bin, dann brauche ich keine Worte mehr. Dann sitze ich einfach nur noch da und heule mir wahrscheinlich die Augen aus dem Kopf, weil ich das Potenzial und das Licht in jedem Menschen sehe. Aber dann hat das oder diese Frau in diesem Körper hat nichts mehr mit dieser Anke zu tun, die jetzt existiert. Das ist eine ganz andere Qualität. Und davor habe ich Angst. Wobei das ja eigentlich erstaunlich ist, dass wir gerade davor Angst haben, weil wir ja dann diese Verbundenheit, die wir alle miteinander haben, du, ich, wir alle gemeinsam als Menschheit, Familie, aber auch die Sterne, die anderen Planeten, dann spüren wir diese Verbundenheit ja plötzlich. Und dann wissen wir ja, es trägt uns einfach nur noch. Wir werden dann nur noch getragen. Wenn ich da in mein volles Potenzial reingehe, Sabine, ich könnte nur heulen. Das ist so, das beinhaltet einfach alles, weißt du? Mhm. Mhm. Das ist, ich glaube, wenn ich dann einen Menschen angucke, dann sprengt es bei dem jeglichen Eisberg sofort weg, weil die Liebe ist so stark. Und jetzt noch, jetzt im Moment, jetzt erkläre ich noch viel, ich benutze noch Worte und schlängel mich eigentlich immer noch um diese Liebe drumherum. Mhm. Aber wenn ich den Mut habe, wirklich in die Tiefe zu gehen, in mir, dann kommt was komplett anderes. Und ich noch rede ich mir ein, das hat jetzt in unserer Welt noch gar keinen Platz. Das Irre ist, das ist in jedem drin. Das, was ich da in mir spüre, das ist ja nichts Besonderes. Das ist ja nichts, das ist ja auch in dir, das ist ja in meinem Mann, das ist im Postboten, das ist in jedem. Das ist Liebe pur. Und jetzt im Moment trainieren wir durch dieses Loslassen und durch dieses scheibchenweise All-In-Gehen, trainieren wir, diese alten Layer abfallen zu lassen und diesen Eisberg mal schmelzen zu lassen. Aber ey, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Also ja, klar, wir haben alle Zeit der Welt, aber die Energie des Universums, des Kosmos, die wird so stark zunehmen, dass dieser Eisberg in einer solchen Geschwindigkeit schmelzen wird für viele Menschen, dass ich glaube, dass die dann ganz schwer hinterherkommen. Und dann müssen wir wirklich da sein und halten.
Also das hat mit Angst machen jetzt gar nichts zu tun, aber es ist, ey Leute, kommt in eure Kraft. Du, guck mal, das merkst du doch auch, das Alte kannst du immer weniger lang mit dir rumtragen. Wenn sich in dir was alt anfühlt, dann kommt der Shift immer schneller, oder? Ja, im Grunde ist das ja tatsächlich auch das, was uns unglücklich macht, dieses Festhalten an dem Alten die ganze Zeit. Ich finde, jetzt bevor diese Zeitenwende so stark und so schnell an den Start ging, konnte man das sehr gut in den Beziehungen wahrnehmen, ne? Dass wir oft zu lange an Beziehungen festgehalten zwischen Mann und Frau oder Frau und Frau, whatever, die im Grunde wie ein alter Schuh waren, aus Angst. Bei Eat, Pray, Love sagt sie das sehr schön. Warum trennen wir uns nicht? Nur weil wir Angst haben, alleine zu sein. Genau. Also das war im Grunde, waren das ja schon diese Übungsfelder, wirklich zu schauen, passt das noch zu mir oder nicht, bin ich gerade glücklich oder in der Abhängigkeit. Und dieses Nicht-Loslassen, das heute immer noch oft da ist, in dem falschen Job zum Beispiel. Ich finde, das ist eh eines auch der Kernthemen auf der Welt, dass wir oft nicht unsere Berufung leben, aus Angst nicht loszulassen. Und das ist wie so ein alter Schuh, der uns unglücklich macht. Es geht wirklich darum, immer wieder zu schauen, so wie du es ja auch sagst, passt es noch zu mir? Was nährt mich und was zehrt mich? Was darf ich loslassen? Wo habe ich wirklich Angst, in das Neue zu gehen? Und ich kann nur sagen, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sowohl die Speaker, aber als auch die Teilnehmer, die sind alle gut auf dem Weg. Also die sind schon voll dabei, immer wieder zu trainieren, zu fühlen. Die wollen das auch, gell? Da gibt es einen Riesen. Wir sind nicht allein, kann ich da nur sagen. Es gibt ganz, ganz viele, die seit Jahren auf dem Weg sind und genau diese Dinge, von denen du, ich, wir gerade sprechen, am Aufbrechen sind, die sich wirklich trauen, hinzuschauen, wo kann ich noch glücklicher leben? Das braucht's. Ich glaube, auch jetzt hören uns ganz viel zu und sagen, boah, wenn die Anke das kann, dann kann ich das auch. Ja. Boah, cool, die macht das so, ja, ich gehe da auch mal all in. Ich versuche echt mal, mir und meinen Programmen auf die Schliche zu kommen. Ja. Weil auch wenn wir, ich habe tausendmal gedacht, das und das brauche ich mir nicht mehr angucken, habe ich schon. Ja, habe ich mir ja schon einmal angeguckt. Was weiß ich, meine Ohnmacht einer Autorität gegenüber, da bin ich durch. Nee, bin ich nicht. Weil es immer tiefer geht. Mein Lebensthema, dieses zum Beispiel so ein Autoritätsthema, oder meine Autorität an eine andere Autorität abzugeben, das war in dem Eisberg gespeichert, und zwar da schon in mehreren Schichten. Dann war es im Wasser wieder zu finden. Und es wird auch noch in den Luftpartikeln zu finden sein, weil es ein Lebensthema von mir ist. Und dann ist es naiv von mir zu glauben, bin ich durch, brauche ich mich nicht mehr angucken. Ich kriege das so oft um die Ohren gehauen, bis ich wirklich in meine eigene Autorität gelangt bin. Ich glaube, was auch wichtig ist, wenn du so all in sagst, dass es gar nicht immer nur darum geht, alles sofort hinzuschmeißen, sondern währenddessen auch gut für sich zu sorgen. Ja, also ich schmeiße jetzt auch nicht einfach, obwohl ich mache das im Moment schon, aber ich kann das, ich weiß, dass ich das kann. Ich bin halt einfach auch in einem tiefen Gottvertrauen, gell? Aber jemand, der so diese Anbindung noch nicht hat, der kann das ja wirklich, wie du auch sagst, scheibchenweise machen. Einfach immer zu gucken, ja. Wenn ich das Gefühl habe, meine Wohnung passt nicht mehr zu mir, kann ja jemand auch erst eine andere Wohnung suchen, bevor er kündigt, nicht so wie ich. Wo einfach mal kündigt und genau weiß, es kommt was Besseres nach, ja. Also, und ich glaube, in Partnerschaften ist das auch so. Da, oder auch in Jobs, ja. Ich muss ja nicht einfach meinen Job kündigen, ohne dass ich, wobei ich das auch schon ganz oft gemacht habe, ohne dass ich weiß, was kommt, kann ich ja auch zuerst gucken, was kommt danach und kündigt dann. Ne? Also jeder darf das ja so machen, wie er sich wohlfühlt. Ich mache das auch wie du, aber weil ich weiß, wie das Leben funktioniert, weil ich weiß, wie die Seele, was passiert, wenn die Seele die Führung übernimmt. Ich weiß das, dass ich kündigen kann. Ja. Oder hier das Haus verkaufen kann, ohne zu wissen, wohin. Mhm. Weil ich es schon ganz oft erlebt habe und ein ganz, ganz tiefes Vertrauen darin habe. Wenn man das noch nicht hat, sollte man mal mit ein paar einfacheren Dingen anfangen. Ja, genau. Das Thema Selbstliebe zum Beispiel. Ja, das ist schön. Ja. Mhm. Also es ist eine mega spannende Zeit. Es ist... es geht echt ans Eingemachte, aber das Ergebnis,
da, wo es hingeht, das übersteigt alles, wirklich alles, von dem wir glaubten, das sei möglich. Und auf was ich mich so freue, ist dann auf das Miteinander. Also was ich so erzählt habe, ja, ich weiß, wo es für mich hingeht, wenn ich wirklich alles in mir wandle. Dann aber auch noch in das Gefühl zu gehen, in die anderen Menschen, mit den anderen Menschen über diese wahre Liebe dann verbunden zu sein. Menschen, die auch diesen Prozess gehen. Wenn man dann auch noch diese Energie potenziert und Verbindung schafft, ja, um Gottes Willen, vor was sollen wir denn dann Angst haben? Das ist Magie pur. Fühlst du das? Oh, ich kann das so stark fühlen. Nur Freude. Aber keine Freude mehr wie früher, dieses himmelhochjauchzend, wo es ja dann auch immer die Dualität gibt, das zu Tode betrübt, sondern das ist ein permanenter Zustand der Freude, der Leichtigkeit, des Miteinanders. Oh. Aho. Leute, kommentiert hier bitte mal unter diesem Podcast. Geht es euch schon so oder fühlt ihr das? Seid ihr auf dem Weg? Tut euch das gut, über was wir hier sprechen? Bitte, bitte, bitte kommentiert hier mal drunter. Du, Sabine, du hast mir vorhin was Interessantes gesagt. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Du hast eine tolle Plattform, ne? Und du hast den Impuls bekommen, diese Plattform loszulassen. Ich würde es gerne mal ins Feld geben. Ich würde gerne mal den Raum öffnen für Möglichkeiten. Ja, im Grunde ist es ja, Sonderevent ist ja wie ein Raumschiff. Es ist eine Eventplattform mit einer super Anbindung an verschiedene Zahlungssysteme. Es ist ein Online-Shop, den man unterschiedlich bespielen kann. Man kann damit Live-Events organisieren, Online-Events. Und es hat natürlich auch eine riesen Community mittlerweile, die über viele, viele Jahre gewachsen ist. Und ich merke, bei mir ist jetzt was Neues dran und wäre tatsächlich bereit, es loszulassen. Wenn jemand da ist unter euch, der Lust hat, Events zu organisieren und auch zu investieren in seine Zukunft, also ich gebe es natürlich nicht kostenlos ab, und der da Freude dran hätte, mit unglaublich tollen Persönlichkeiten das zu machen, was ich jahrelang gemacht habe, nämlich die Menschheit dabei zu unterstützen, ihr Bewusstsein zu entwickeln, in ihre Kraft zu kommen, in ihr Gottvertrauen und somit ein glücklicheres, gesünderes Leben miteinander im Einklang mit Natur, Tier und Mensch zu leben. Das heißt, du bist bereit, das loszulassen. Ja. In gute Hände abzugeben. Ganz genau. Ich habe vorhin schon gesagt, lass uns sagen, lass uns das Feld öffnen. Mhm. Wer weiß, wer das jetzt hier hört. Und vielleicht ist da jemand dabei, der sagt, boah, wie genial, das ist meine Antwort vom Universum. Ja, ist auch spannend, ne? Weil ich habe diesen Impuls von meiner Seele gekriegt, das jetzt loszulassen. Ich merke einfach, meine Berufung ist noch viel mehr als Events für andere zu organisieren. Und dann habe ich nochmal geschaut, wann ich damit angefangen habe und es sind jetzt genau 7 Jahre. Also dieser 7er-Zyklus, der ist ja ganz prägnant auch in der Astrologie, dass man sagt, viele Dinge, die sich verändern, haben 7 Jahre gedauert oder ab dem 7., 8. Jahr gibt es dann diese Veränderung und das fühlt sich für mich richtig gut an. Und ich kann nur sagen, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, es war lange jetzt Teil meines Lebens und wenn sich jemand dazu berufen fühlt, dann kann er nichts falsch machen. Super, klasse. Wo ich auch noch einen Raum öffnen möchte, ist, wir beide werden noch so ein kleines Event miteinander machen. Das erfahrt ihr aber sowieso auf der Webseite oder in den anderen Kanälen. Aber wir machen auch eine Zauberwoche zusammen. Nächstes Jahr auf Madeira. Im Juli, glaube ich. Genau. Eine Woche Anke live auf Madeira mit dir.
inklusive Katamaran fahren und ich glaube, Delfine oder Wale gucken. Erzähl mal was zu diesen Reisen bitte ganz kurz. Ja, ich reise ja seit 2014 regelmäßig auf die Trauminsel, die auch Blumeninsel genannt wird. Madeira ist ja, gehört zu Portugal, ist auf der Höhe von Marokko, mitten im Ozean. Wow, es ist einfach wirklich ein Kraftort. Also es ist Wahnsinn, wie intensiv die Natur dort ist, wie paradiesisch es dort auch und exotisch es ist von der Natur her. Und ja, die Gruppen, die ich dort bisher begleiten durfte, waren immer super, super begeistert von natürlich den Highlights der Ausflüge. Wir waren jetzt zum Beispiel letzte Woche, waren wir auch mit dem Katamaran Delfin-Watching machen und was haben die gesehen? 50 Wale. Cool. Also es war sehr, sehr berührend und dann werden wir auch in den Zauberwald gehen. Dort stehen Bäume, die sind über 700 Jahre alt. Das sind richtig starke, kraftvolle Wesen, wie wir sie in Deutschland selten sehen, weil unsere Wälder ja oft so abgeholzt und wir immer wieder neu aufgeforstet werden. Und auf Madeira gibt es eben ganz viele Bäume, die eben dann noch seit Jahrzehnten, Jahrhunderten stehen sozusagen. Und diese Kraft kann man natürlich auch spüren. Da können wir Picknick machen, wir können uns da einfach nur in die Wiese legen, einfach mal sein, die Seele baumeln lassen. Manchmal schwimmen auch Wale und Delfine beim Frühstück vorbei, tatsächlich, habe ich auch schon erlebt. Und ja, wir werden da eine ganz, ganz genussvolle, wunderbare, hochspirituelle Zeit miteinander haben. Mit dir, liebe Anke, worauf ich mich schon total freue. Und ja, was ich bei dir so mag, ist diese Spontanität, die du vorhin auch angesprochen hast. So haben wir uns ja auch kennengelernt, ne? Da hast du dich damals auf die Bühne gestellt und hast gesagt, ich weiß gar nicht, was uns heute erwartet. Und dann hast du aber sowas von losgelegt. Und genau auf diese Momente freue ich mich auch auf Madeira mit dir. Wenn wir einfach schauen können, was will die Gruppe gerade? Wie ist die Energie für uns ganz speziell nur für diese Woche? Das ist bei mir immer so, ich kann mich nicht vorbereiten. Das geht nur noch aus dem Feld heraus, aus den Möglichkeiten. Ja. Und ich freue mich auch auf Madeira, weil es mich dahin zieht und weil ich weiß, dass es jetzt dran ist, unsere Kräfte zu bündeln und da wirklich energetisch zu zaubern. Also ihr Lieben, es gibt da noch keine Daten, ich weiß nicht. Wir versuchen das jetzt so schnell wie möglich fertig zu machen. Ich werde euch hier unter dieses Video eine Seite verlinken. Da könnt ihr euch mal anmelden und euch mal auf eine Warteliste setzen lassen. Wenn ihr da dabei sein wollt, das ist meiner Erfahrung nach immer wahnsinnig schnell ausgebucht. Ja, es ist auch wichtig, sich schnell anzumelden, weil ja die Preise sich jetzt auch ändern von den Flügen. Wegen dieser Gasgeschichte und so ist es einfach gut. Und außerdem haben wir auch ein Zimmerkontingent, das wahrscheinlich auch sehr schnell ausgebucht sein wird. Also Leute, haut rein, meldet euch an, kommt mit uns mit. Wir freuen uns riesig auf euch. Genau, also das ist hier jetzt keine Werbung, sondern einfach mal, um ein Feld zu öffnen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Sabine, ich freue mich riesig auch, wenn wir unseren Erlebnistag mal starten und Erlebnisabend, weil ich unbedingt mit den Menschen in die neue Kraft gehen will. Genau das, was du jetzt lebst. Wir müssen unsere Energie bündeln. Und da draußen wirklich ein, manchmal denke ich mir, ein Wirbelsturm werden, aber viel eher, glaube ich, Wind unter die Flügel pusten, sodass sie alle sich trauen zu springen und merken, dass die Luft sie trägt. Das hast du schön gesagt. Genau. Es gibt so einen schönen Spruch, der sagt, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Genau. Genau. Und der ist da. Der ist da, die Hand. Super. Du, ich wünsche dir ganz, ganz tolles Landen in Ibiza. Dankeschön. Halt mich auf dem Laufenden, wie sich das da rauskristallisiert. Wir hören und sehen uns. Ich werde dich hier auch nochmal unter das Video verlinken. Und deine Plattform Sonderevent natürlich auch.
Und ich hoffe, du kriegst ein paar interessante E-Mails. Ja, vielen Dank, liebe Anke. Auch alles, alles Gute für dich. Und ich freue mich auf alles, was wir beide miteinander noch zusammen aushacken und in die Welt bringen dürfen. Okay, ich danke dir für das tolle Gespräch. Euch danke ich fürs Zuhören. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.